So. Nachdem ich die Lösung nicht gefunden habe, bin ich da sogar von alleine drauf gekommen. Meine, wie doof kann man sein? Ich habe das Teil hier, dieses Quadrat, hier draufgelegt. Hab's aber nur draufgelegt. Bin dann hier draufgegangen und hab das losgelassen. Dadurch ist das dann nach oben zu dem Propeller. Da ist dann das dann nach oben geflogen. Und der Wind hat das nach rechts getragen. Meine Güte, und wo kriege ich jetzt den nächsten Schalter her? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber sehr mühsam. So, jetzt brauche ich Quadrat. Hallo? Das ist natürlich... Ach so, durch Wissen. Meine Güte! War das eine schwere Geburt. Unglaublich. Könnt ihr auch gleich wieder verabschieden. Noch ein paar. Boah, 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 boah. Das ist ganz komisch, man. Ich gehe ins. Mach extra den Rechner an. Geh ins Internet, weil ich überhaupt nicht auf die Lösung komme. Hallo? Würden Sie sich bitte nicht sträuben? Weil ich überhaupt nicht dahinter komme. Und dann, ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und dann komme ich auf die Idee, das Teil einfach drauf abzulegen. Den Wind anzumachen und das Ding hoch zu katapultieren und dann katapultiert das darüber. Vielleicht hat mich das so inspiriert. Und ich habe die Lösung noch nicht mal gefunden. Das wurmt mich ja dann. Schlimmste wäre dann an der Stelle aufzuhören. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist wie, als wenn ich zu Hause was suche und finde das nicht. Dann habe ich das Problem, dass ich da einfach keine Ruhe finde. Dann suche ich so lange, bis ich es gefunden habe. Hi, Kumpel. Schnippi, sag Hallo. Ich hoffe, sie hat dich nicht erschreckt. Komm in mein Büro, bevor noch mehr Schnipsel auftauchen. Ich bin in deinem Büro. Achso, hier. Hallo, hallo, hallo. Schnipp hat gerade ein außerordentliches Talent gezeigt, von dem ich nicht wusste, dass Wendigos es haben. Er kann brüllen. Sie hat ihr Aussehen geändert. Erst dachte ich, sie sei krank. Aber jetzt glaube ich, sie wollte sich tarnen. Ich frage mich, ob sie das Muster, wo sie das Muster her hat. Muss ich jetzt den knipsen? Ich behalte das. Sie hat das nochmal gemacht. Ich muss mir das für künftige Studien notieren. Könnte dies dieselbe Macht sein, die unsere Tarnungstasten bewegt? Meine Güte. Vielleicht wird beides von einer fortgeschrittenen Technologie außerhalb unserer Welt kontrolliert. Dieses Verhalten muss den Schnipseln aufgefallen sein. Sie sind in unserem Wissenschaftshort eingedrungen, um sie zu stehlen. Vielleicht verstehen sie deren Verbindung zur Natur des Universums besser als wir. Ich lese so gerne. Ich glaube, ich stehe Fuß vor einem wissenschaftlichen Durchbruch. Aber nein, der Feind naht. Again.
Mann, wo ich doch so gerne Bücher lese. Die nächste Zielscheibe. Zielscheibenalarm. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Ach, wenn ich nur wüsste, wo ich das her habe. Es ist aber gut hier, Leute. Meine, das irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne das irgendwoher. Auch diese Fallsequenz. Woher habe ich das denn nur? Irgendwo fällt man mit einer Spielfigur. Ich weiß es einfach nicht. Man weiß es einfach nicht. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich da nicht weitergekommen wäre. Wie schrecklich. Für alle anderen egal, für mich das Schrecklichste auf der Welt. In einem Spiel nicht weiterkommen. Mein Akkordeon ist weg. Weiter geht's. Wahrscheinlich war es einfach nicht mal erforderlich. Das war eine schöne Funktion. Wahrscheinlich, ich vermute mal, das hätte das Spiel auch einfach zu einfach gemacht. Man muss ja nur ja gut, also muss man auch nur diese, was heißt eigentlich nur? Ich rede hier, als würde ich hier durch dieses Spiel blind durchgehen. Ich spiele nach Gehör. Er denkt immer noch an seinen süßen Hund. Speicherpoint. Aber mir gefällt dieser grafische Stil, gefällt mir sehr. Hey! Springen Sie bitte mal richtig. Was ist denn los hier? Meine Güte. Was passiert denn hier? Gib mir mal dein Geschenk da. Paket 1 von 30 oder so. Also ich glaube nicht, dass ich in diesem Spiel speziell... Das ist ein schönes Spiel, keine Frage, aber... Ich weiß nicht, was mich so motivieren würde, jetzt hier... die Level nochmal zu besuchen, nur um die Pakete zu sammeln. Da bist du ja. Oh, fast hätte ich euch verloren. Schau, wo ich gelandet bin. Oh, das ist nicht gut. Ich dachte, ich höre nie, wie die Geschichte ausgeht. Doch ich sag dir eins. Hier unten sind massig Schnipsel. Alle unterwegs in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Die halten sich gar nicht an das Skript. Das gefällt mir nicht. Aber sieh mal, was du rausfindest. Ich hoffe ja, dass diese Sprungpassage nicht so ätzend wird wie aus Little Big Planet 3. Zum Schluss. Irgendwas zum Werfen haben kann ja kein Fehler sein. Was will er denn von mir? Komm, ich erzähle dir die Tasche zu. Ich besuche meinen Cousin, das mächtige Eichhörnchen. Erdhörnchen, was soll ich immer? Eichhörnchen. Es ist eine Legende. Aber dort ist es sehr gefährlich. Kannst du mich bitte hintragen? Ich habe nicht weit eine Hütte. Ja, du kannst mich auch absetzen. Du kannst mich auch am Arsch lecken hier. Warte mal. Habe ich irgendwas verpasst? Aha, ich bin ja beinahe gut. Ist natürlich blöd, finde ich dieses... Ach, Mann. Los, ab in den Tod mit euch! Thank you.
Nein, ich lass mich da runterschubsen, ist das peinlich. Ja, ist mir auch klar. Ja, auch das ist mir klar. Ich habe irgendwie keine Lust, den da hinzutragen. Ah, meine Nase, warum nur? Hier, lass dich mal wegwerfen. Ey, was ist doch nicht wahr? Komm, was macht euch da aus der Ecke raus? Mann! Nein! Das Leben ergibt keinen Sinn! Hallo! Kommst du mal oder hast du mal oder willst du mal? Mann! Tschüss! Hau ab, Mann! Was will der von mir? Und wie mache ich den platt? So. An die Wand bashen. Okay. Der kann sich mal selbst irgendwo hintragen. Ach, wieder eine Taste hier. Oh, ich kann natürlich nicht die Kamera drehen. Ich wollte schon freudig sagen, ich kann sogar die Kamera drehen. Ach, ich mag das nicht. Ich will die Kamera drehen können. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, die Kamera drehen können zu wollen. Hier. Oder muss ich hier rein in die Röhre? Ja. Oh, ich kann die Kamera drehen. Ist es denn nicht der totale Wahnsinn? Kommt man sich ja voll wie bei Half-Life. Diesen Röhrengekletter. Kaputt. Dafür ist bestimmt auch die Taste, die ich noch habe. Ah, die Frage ist nur, was soll ich damit? Mann, ich finde hier schon mal kein Ende mehr. Ich bin spielersüchtig. Verdammt. So, ich hätte doch gerne das Teil nochmal wieder. Hey! Was ist das denn hier für ein Zeug? Na dann eben nicht! Ha. Sind diese Schalter wirklich, diese Dinger wirklich nur, um sinnlose Würfe zu machen? Ich dachte jetzt, ich müsste wieder irgendwas auslösen damit. Ich muss ja langsam heute auch mal ein Ende finden. Ich dachte, die Schalter müssten wieder irgendwo rein, aber anscheinend sind das reine Wurfobjekte. Siehst du, kleine Pflanze, ich habe doch gesagt, dass sich jemand um dieses Chaos kümmern würde.